So. Ach, Kabu verloren. Ui, Alfonsi, du bist ja auch noch zu Alfonsi. So. Ein bisschen Wario, ein bisschen Realism. Rein da. Wer hat Jürgen sich ein neues Auto gekauft, oder? Oh, nicht, dass ich wüsste, du hattest zumindest nichts von erzählt. Ja, das ist aber ein schicker Oben, mit dem er da draußen gekommen ist. Tag, die beiden. Gisbert, machst du mir eine Limo, oder? Oh, Jürgen, hast du nicht vergessen, uns was zu erzählen? Dieser Kabu. süßströmige Fisch im Vergleich zu deinem Körpergeruch riecht wie ein Parfüm? Mensch, nicht das. Hast du dir ein neues Auto zugelegt? Jetzt, Kabu, jetzt! Das meinst du, ja? Ich schon seit langem Ah, nicht hier. Schön, dass du so eine Information. Ben, du, 50 Punkte von Rippeleid. Mit deinen Freunden hier teilst. Ja, das ist ein Elektroauto, ne? Ich wollte mir so einmal besorgen und dann irgendwie mal ausprobieren. Hast du dir das auch gut überlegt? Ganz ungefährlich sind die Dinger ja nicht, ne? Wieso? Ja, ich habe so ein Video im Internet gesehen, oder? Hat irgendwie so ein Teil gebrannt. Die haben noch nicht gelöscht gekriegt. Ja, wahrscheinlich hast du ein Video gesehen, bevor die Feuerwehr eingetrudelt ist. Ich habe gelesen, dass die Feuerwehr da richtig viel Wasser benutzen muss, ne? Die brennen wie Sau, die Teile. Ja, die sind angebrannter als der Hackbrand von Jürgens Frau. Ich meine, jedes andere Auto brennt doch auch und ein Haus brennt doch auch. Ich meine, da sagt die da auch nicht. Ja, ein Haus würde ich mir aber nicht holen. Das brennt ganz schön, ne? Nee, die E-Dinger, die brauchen richtigen Schwall an Wasser, da. Schöne Wasserverschwendung, wie bei dir. Also ein Haus hole ich mich, das brennt ganz schön, Leute. Ein Kabu. Alles von vorne jetzt. Sam, jetzt kannst du nur gewinnen. Hier, Jürgen, wenn du dich duschst, aber dein Gestank gleich Und sag mal, wie ist denn der Sound? Luden hat heute verdoppelt, ne? Von 7.000 auf 14.000. Warum kommt manchmal ein Sound? Vom Schmeißen, aber es kommt nichts. Merkwürdig. Ja, macht nichts. Ja, GZ Sammy! Auch bei dem Teil. GZ. Hörst du halt nicht, so komplett ruhig der Das sind ja Teil. beste Voraussetzungen, wenn alte, Da gebrechliche, oben! schwerhörige Leute über die Straße gehen und das Auto nicht hören, ne Jürgen? Was hast du Ich gesagt? meine, früher war das auch irgendwie besser, ne? Umso lauter die Kiste, umso besser ist Ja, und das. ganz früher hatten wir Kutschen, was war Ja, da? genauso. Wenn du der lauteste Ross hast, warst du der Ich meine, Chef. das ist mir doch egal, wie laut mein Auto Ja, ist. aber so weißt du doch gar nicht, wann dein Auto überhaupt an ist und wann Das ist nicht. ja eine Katastrophe für einen Morgen, wie ich das bin. Also gucken, ob der Herd auch wirklich aus ist, gucken, ob man die Wohnung abgeschlossen hat. Und gucken, ob das Auto jetzt an oder aus ist, wenn man weggeht. Also, da kriege ich ja jetzt schon eine Ja, Krise. guck mal, was für eine Situation du hier, Werner, bringst mit deinem neuen Auto, du. Ja, aber das ist doch meine Aufgabe, das zu überprüfen. Du hast doch damit gar nichts am Hut, Ich mache Werner. mir natürlich auch Sorgen, ob du das alles so hinkriegst, ne? Also, der Jüngste ist ja Miau. auch nicht mehr. Das war meine Sorge sein. Bekommst du dafür nicht auch irgendwie eine Prämie oder Ja, so? du kriegst Geld zurück, Gar genau. keine Urkunde, irgendwie einen Orden oder so, oder? Nein, wieso? Die eine Ecke war, ich wollte testen, ob man die sieht. Aber das ist das für eine Ich dachte, Frage? mit Prämie ist irgendwie eine Medaille oder so eine Urkunde, so ein Zertifikat gemeint, wie damals in der Schule beim Bist du Crosslauf. aus Schwachmannshausen? Du kriegst Kohle zurück, wenn du es gekauft Also hast. kaufst du das Ding für 15.000 Ja, so Euro, günstig sind die Dinger kaufst nicht. das Ding für einen bestimmten Preis und kriegst davon dann die Hälfte So viel wieder. bekommst du nicht wieder. Ja, und wie viel bekommst du dann Ich meine, wieder? ein paar tausend Euro sind das schon, ne? Aber dann ist das Ganze ja auch nur ein Zahlenspiel. Wie? Ja, weil erst bezahlst du das und dann kriegst du das ja Dann ist wieder. der Sinn und Zweck vom Geld zurückbekommen, Günther, richtig? Warum hast du dir das Teil denn überhaupt Ja, gekauft? wegen der Umwelt halt, ne? Wie wegen Umwelt? Ja, ich glaube, das ist schon gar nicht so schlecht für die Umwelt hier, du. Mann, diese scheiß Deckel da. Und ich glaube, du hast ein Ding an der Waffe. Sag mal, ihr könnt Die sind mit Absicht dran. Musstest du nicht auch los? Stimmt, das habe ich ja total vergessen. Ich kann ja heute mein E-Fahrrad abholen, was ich mir bestellt habe. Was? Schöne Wasserverschwendung, wie bei dir, Jürgen, wenn du dich duschst, aber dein Gestank gleich bleibt. Aber der Gestank gleich bleibt richtig so. Lehrling Nehmen wir bei jetzt auch Seven vs. White, das guckt man noch an von Marion. 2 Wochen Urlaub, Hattest ne? du nicht letztes Jahr erst eine Woche? Ja, richtig. Reicht doch auch erstmal, oder Deiner nicht? Meinung nach hat man scheinbar so oft im Jahr Urlaub, wie du dir das Maul ausfegst, so wenig wie möglich, oder? Was hattest du denn geplant in deinem Urlaub? Ich will hier bei Seven vs. Wild mitmachen. Was für ein Ding? Ja, das Survival-Format, da will ich mitmachen. Ach, das meinst du, aber ist das nicht schon fertig abgedreht und produziert und so? Ja, ist es. Wieso? Und wie kannst du dann da mitmachen? Ne, ich gehe alleine in den Wald, halte mich an die Regeln und tu so, als wenn ich dabei Du bin. gehst alleine? Aber das ist doch schon der erste Regelbruch. Du brauchst einen Partner, oder Ja gut, nicht? den konnte ich halt so schnell und so kurzfristig nicht organisieren. Okay, also du machst offiziell nicht mit. Gehst dahin ohne Partner und Was messt der da eigentlich ab? Was will er da machen? Mit seinem komischen Messgerät da. machst das hier irgendwo bei uns im Norden im GZ Wald, oder Sammy, was? Ja, das wäre genau richtig. gewonnen. Also spielst du Seven vs. Wild nur? Wieso denn spielen? Verkleidest du dich denn auch als einer der Leute und sagst, ich bin der, oder Ich was? lasse mir vom alten Mann hier bestimmt nicht mein schönes Urlaubserlebnis Man versauen. darf doch dieses Mal auch nur Gegenstände mitnehmen, die in dieser. Ich weiß nicht, was für ein tolles Urlaubserlebnis das ist, eine Woche lang allein in den Wald zu gehen. Und einfach nichts machen zu können. Weil bei Seven vs. Wild, ne?
Das ist eine Show. Und du gehst einfach alleine hin. Du könntest auch zu Hause zocken. Und chillen. Dann lieber zu zweit, dann macht's mehr Sinn, glaube ich. Aber alleine. Ohne was dahinter. Ja, ich bin Stubenkater. Deine Buddel da passen oder Ja gut, nicht? aber es wurde ja nicht gesagt, welche Flasche genau, Doch, ne? eigentlich haben die gesagt, welche Flasche genau das Dann mache ich ist. das halt ein bisschen flexibler. Ja, was willst du denn Also mitnehmen? als erstes natürlich mein Pfadfindermesser, das ist sehr wichtig. Dann noch ein Feuerstein, das ist auch immer gut. Dann im Prinzip nur noch ein paar Kleinigkeiten, also Angelschnur, Zelt, Schubkarre, Bohrgerät, Matratze, Wasser, Einbauschränke, mein PC, zwei Monitore, Streaming-Setup, Wohnwagen, Vorzelt. Getränkeversorgung, ja. Bist du blöd oder was? So sehe ich aus What wie Günther, the oder was? fuck? What the fuck? Es gibt Leute, die haben Survival-Sorgen. Ja. Ja, das haben die. Das können die auch gerne machen. Aber ich finde, als einfach, ja, als ausprobieren, ne? Autsch, 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 autsch. Danke für die Liebe, Caro. Was ich eher meinte ist, du gehst halt raus und jetzt du machst nicht viel Survival oder sowas, ne? Die Leute gucken aus Steppen, wir das weiter und gehen direkt raus und wollen übernachten und sowas. Können sie gern machen. Wenn sie das wollen. Ich meine, ich muss ja jeden. Au, 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 au. Aua, 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 danke schön für die Liebe. Könnt ihr gerne machen, ist ja jeder selber, aber für mich wäre es halt nichts, ne? Höchstens mit zwei oder drei Personen, dann aber auch mit Laptop oder sowas. Dass man so abends vorm Bett gehen und so einen schönen Film gucken kann. Ne? Das wäre nice, glaube ich. Au, 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 ouch, 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 ouch. Danke für die Liebe. Das Ding ist ein bisschen verrutscht. Deswegen tut es ein bisschen zu früh anschmeißen. Warte mal. So. Werbung, okay. Ich kannte das doch nicht. Also das ist halt heute drin erst. Das ist halt seit heute drin. Das habe ich neu drin. Genauso wie das da hier. Warte. Moment, wo ist es? Ich habe so viele Sachen drin, ne? Ach, das hier. Gambade, das habe ich auch neu drin. Das ist auch neu, Leute. Ihr süßen Leute. Wunderbar. Leute sind da in Kanada, haben nichts dabei, außer die Gegenstände aus ihrer Buddel und du schleppst da deinen halben Haushalt mit, oder Ja, was? das ist halt meine Eigeninterpretation Das ist davon. aber kein Seven Wises Wild, sondern ich lebe ganz normal im Wald weiter und schlepp mein halbes Hausinventar Jetzt hör mit. mal auf, meinen Urlaub hier schlecht zu Die Leute machen. wurden 14 Tage ohne große Vorkenntnisse im Wald ausgesetzt und mussten mit Nahrungsknappheit und wilden Tieren klarkommen. Wieso? Genau das habe ich doch Bist auch. du aus Bad Blödmannsheim oder was? Hier hast du vielleicht mal einen Schwan oder was? Das ist aber auch das höchste aller Gefühle. Schwäne sind ja wohl saugefährlich, die machen dich fertig, Du Junge. willst jetzt nicht ernsthaft Schwänze mit Bären vergleichen, oder was? Die machen mich fertig, Junge. Klar, Spiele sind gefährlich, aber du trittst einmal kräftig zu und dann rennen sie weg. Weil die wollen ja auch keine Probleme haben. Hast du gerade gesagt? Dass du keine Schwäne mit Bären vergleichen Aber kannst. ganz ehrlich, ich stand als Kind schon neben Schwäne. Solange du nicht zu nah dran gehst, tun sie dir nichts, ne? Die sind jetzt nicht super aggressiv oder so. Also ich stand schon mal 2 Meter von einer weg als Kind. Und die haben nur dumm geguckt. Was will der denn von uns?
Warum hat er so zwei lange Stelzen als Beine? Und fünf komische Würsten als Finger? So haben die geguckt. Du hast nicht Schwäne gesagt. Natürlich habe ich Schwären gesagt. Ich weiß auch gar nicht, warum du dich da so reinsteigerst. Du musst es doch nicht machen, sondern mich. Mich stört das einfach, dass du das hier irgendwie wieder auf die leichte Schulter nimmst. Hast du die Leute mal angeguckt, als sie wieder zurück waren? Die waren fertig, Junge. Ja, weil die da auch nicht so Macher sind, so wie ich, ne? Ja, du kommst nach zwei Wochen wieder an und sagst, oh, so schlimm war das gar nicht. Die zwei Wochen habe ich gut überstanden. Ich weiß gar nicht, warum die sich so anstellen. Ja, genau. Ja, genau. Ich krieg echt so einen Hals, zwei Idioten wie dir, du echt. Nur red dich mal nicht so in Rage, ist doch alles gut. Ja, das nervt mich aber, das werde ich ja wohl auch sagen dürfen. Ja. Ist das Video gemacht worden, weil Leute in den Wald gingen, aufgenommen haben, mit Essen, Trinken, Handy und Laptop und alles, und dann am Ende gesagt haben, ach, Seven vs. Wild ist doch gar nicht so schlimm. Das könnte ich immer machen. Ist das Video deswegen, gibt es so Videos, bestimmt, ne? Das ist mal eine komische Katze, das haben die Schwänze gedacht. Ach, die Schwäne. Ja. Ist ja auch dein gutes Recht, wenn du meinst. Hast du da irgendwo noch die Taschen da? Wo ist die denn? Ja, klar, hab ich hier. Ja, ist egal, jetzt brauchst du auch nicht mal. Bin ich schon fertig hier. Viel zu spät wieder mal von dir. So, dann haben wir fertig. Lampe geht wieder. Jetzt aber aufs Dach. Gisbert und sein Sohn warten schon. Siehst du? Was hat denn der gemacht? Der hat das Ding abgemessen mit so einem komischen Messregler. Du. Okay, Papa. Verkleidest du dich denn auch als einer der Leute und sagt, ich bin der oder was? Oh Mann, nee. So. Realer Irrsinn.